herzlich willkommen zurück zu Stray. Und zwar, ich bin jetzt offscreen nochmal ein bisschen durch die Stadt gelaufen und hier nochmal bei diesen, ja, Straßenreiniger. Dann habe ich hier was entdeckt und zwar folgendes. Jetzt gehen wir mal zusammen hin. Ich hoffe, ich finde es jetzt auch nochmal wieder. Wir müssen einmal hier hoch. Und schon geht's los. Nein, wir müssen nicht hier hoch, wir müssen hier hoch. So, einmal da hoch. Dann einmal hier. Wie war denn das weiter? Moment, Moment. Ich muss gucken. Genau, ich muss da hoch. Einmal hier hoch. Guck mal. Das habe ich hier nicht entdeckt, meine Lieben. So. Und hier ist nämlich bestimmt genau eine Erinnerung. Ach, ist das schön. So. Die schnappen wir uns. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ah, mit den Schmerzen, das würde ich mir nochmal überlegen, B12. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt so weit. Ich bin jetzt so weit. Nice. So, ich habe jetzt hier in dieser Stadt nur noch eine Erinnerung. Oh, wir können hier schlafen, Leute. Wir können hier schlafen. Oh. Wie die schnurrt, das ist so süß. Ich finde es auch toll, wie das wieder so ein bisschen herausgezoomt wird, ne? Ach, herrlich. Na gut, aber jetzt muss es ausreichen. Du musst wieder aufstehen. Wir müssen zu Clementine. Ah, und wieder strecken, genau. Oh. Ich liebe diese Details in diesem Spiel. So, jetzt komme ich hier rauf und dann... Da oben komme ich nicht hin, ne? Aber warum sind denn da... Warte mal. Warte mal. Einmal dahin, einmal dahin. Dann hier runter. Vielleicht komme ich von der anderen Seite nochmal dahin. Hier war das ja mit dem Gefängnis, oder? Nee, ich komme hier tatsächlich nicht. Wartet mal. Fanny probiert alles. Nee, okay, hier ist Sackgasse. Hier rein komme ich auch nicht. Alles klar. Alles klar. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Kann ich hier runterspringen? Nein, das ist ihr zu hoch. Kein Problem. Dann gehen wir halt hier wieder runter, nicht wahr, kleines Kätzchen? So, jetzt gehen wir aber zu Clementine. Okay, los geht's. Wie wir ja wissen, ist der Bereich ja jetzt abgesperrt. Ne, wartet, das ist die falsche Richtung. Boah, ist es hier laut geworden inzwischen. Also den Tresor habe ich immer noch nicht gefunden. Bei aller Liebe nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier rein, Leute? Ich spreche nochmal mit ihm. Glaubst du, der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Okay. Mit Lynn sprechen? All die Arbeit für nichts. Okay. Ich spreche mal lieber nicht mit ihm. Oh nein. Hier sind die Drohnen wieder. Oh nein, die Treppen sind jetzt abgesperrt. Thank you.
Okay. Kein Problem. Wir schaffen das schon auf. So, erstmal umgucken natürlich, ne? Oh, da ist auch eine. Ach du meine Güte. Aber ich muss ja noch ein Stockwerk höher. Lass mich rein. Wartet mal, die bewegt sich nicht. Die Drohne hier. Die Treppe ist auch abgesperrt. Ups. Da ist sie. Wow. Bin ich jetzt hier richtig? Wartet mal. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. I have Angst. Okay, die reicht aber nur bis dahin. Alles klar. Erstmal hier. Wow, hier ist ja auch wieder was. Okay. Ich muss aber dahin. Alles klar. Ja. Oh nein. Okay, die bewegt sich aber nicht, oder? Ich muss darüber auf die andere Seite, Leute. Der war schlau jetzt. Ha! Der war mächtig schlau. Okay, aber die bewegt sich auch. Ah, wartet. Idee. Idee. Lauf. So. Oh Gott, das war knapp, oder? Clementine, ich bin hier. Hier war sie doch zum Schluss, oder? Warte mal, hier wurde mir doch gerade was... auf Hinweistafel schauen. Ah, okay. Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist denn... Nee, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detective spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Okay. Das 4. ist eine Lavalampe oder sowas. Die 2. könnte dann irgendwie eine Kanne sein. 1 vielleicht irgendwie ein Blumentopf oder so. Okay. Hier ist eine Lavalampe. Oh. Hast du was gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Ah, okay. Dann war das nichts gewesen. Alles klar. Jetzt muss ich hier also suchen. Okay. Oh, hier ist was. Inspizieren. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei... Ah, okay... Ist so ein Duftlämpchen. Alles klar.
Wartet mal, hier konnte ich doch hoch, ne? Genau. Dann gehen wir mal nach oben. Nein, ich wollte nach oben. So, das haben wir ja hier neulich gefunden schon. Oh, was ist hier? Inspizieren. Ach, das ist ein Edelstein. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet... Ah, ich bin bei Blazer. Alles klar? Bei Blazer. Okay, jetzt müssen wir... Oh, ist das hier laut, Leute. Noch zwei Hinweise finden, ne? Bei Blazer. Wartet mal. Ja, da war ich schon. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, inspizieren. Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Ah, okay, das war also nichts. Ah, inspizieren. Was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So, sehen die Gefährten hier die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht... Ah, ich bin bei Blazer, kommt in den... Alles klar. Kriegen wir hin. Waren wir hier schon? Ah, hier ist eine Gießkanne. Da war doch... Ah, hier, inspizieren. Hast du was gefunden? Ich sehe nichts, bist du sicher? Okay, wenn sie das sagt, dann... ist es nichts. Oh, guck mal, da oben. Die Lavalampe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet, ich bin bei Blazer, komm in den Nachtclub. Ah, okay. Hier steht es auch wieder. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katze. Oder Leutnant Katz. Jetzt lass uns... was? Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, es hat gespeichert. Wunderbar. So, okay, dann muss ich jetzt wieder raus, oder? Oh, shit. Ja, geh weg. Ich vermute mal, runter geht's leichter als rauf. Oh nein, ich will hier runterspringen, Leute. Scheiße. Hi. Hin. Ah, in die Richtung. Na, ist doch wunderbar. Oh! Tschüss. Bin dann mal weg. Okay, Nachtclub, Leute. Nachtclub. Wo ist denn der jetzt nochmal? Das ist da, wo am meisten Krach ist, ne? Wo ist denn nochmal der Nachtclub? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ach, hier ist er doch. Okay, und wie komme ich jetzt hier rein? Mit Simon sprechen? Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird.
Hey, Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Hintenrum? Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzpart suchen. Ah, erstmal schmusen. No. So, und jetzt sprechen. Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Okay, wir müssen hinten rum rein, ja? Okay, na denn. Ach, guck mal, da oben sitzt da jemand. Der war aber vorher noch nicht da. Wartet mal, wir gehen mal erstmal zu dem hoch. Ist krass, wie sich das im Laufe der Zeit hier so verändert, ne? Hi. Ich möchte gerne mit dir reden. Hallo? Ich kann mit dem nicht reden. Aber das wird mir doch angezeigt. Okay. Ach, guck mal, der redet da oben mit jemandem. Lass mich runter. Albert, sag mir, was los ist. Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit alle, nee, damit andere alles wieder zu müllen. Aber so funktioniert die Welt nun mal. Okay. Ah, jetzt muss ich, alles klar. Wartet mal, ich muss doch nochmal rauf hier. Ohne Momento. Jetzt weiß ich, wie ich dahin komme. Ach, deshalb. Kann ich jetzt mit dir reden? Hey, nimm deine Kopfhörer ab, ich will mit dir reden. So, jetzt macht das hier auch einen Sinn, Leute. Hi! Hey, wie bist du hierher, hier hochgekommen? Na, ganz leicht, ich bin gesprungen. Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Ja, cool. Oha. Ja, was für ein Club, würde ich mal sagen. Krass. Hi. Ups, bin über ihn durch. So. Die Kellner machen hier ihre Arbeit nicht richtig, deshalb, ne? Du hast ja mal eine geile Maske auf. Hi. Kann ich nicht mit dir reden? Nee? Ihr seid ja alle trostlos. Oh, erstmal schmusen. Oh. Okay, mit Alex sprechen. Amüsest du dich, Kleines? Habe ich was zu zeigen? Nee, die Batterie will ich nicht zeigen. Okay. Oh, entschuldigt, ich musste gerade ein bisschen niesen. Hi, Jungs. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. So, treffen. Ha, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und will auch nicht damit erwischt werden. Ah, okay. Hebel, alles klar. Den brauche ich anscheinend. So, kann ich auch mit dir reden? Nein. Hi. Hi, Weave. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Oh, kannst du mir die bitte geben? Okay, dein Move finde ich ja richtig gut. Treffen.
Wash? Okay. Ach, dich kenne ich doch. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Ah. Okay. So, ich solle einen Drink holen, ja? Kriege ich bestimmt an der Bar. Moment. Wir gehen da gleich hin. Was wurde mir hier angezeigt? Hebesocke benutzen. Ach so. Ah, okay. DJ Metki. Hey Leute, DJ Metki hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Kann ich nicht reden? Ach, guck mal, da ist aber ein Hebel dran. Okay, und jetzt? Ah! Okay. Ich komme hier aber nicht weiter. Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht auf den Hebel. So, dann gehe ich mal zur Bar, würde ich sagen. Also ich muss ihm was zu trinken holen, damit ich den Hebel bekomme. Alles klar. Hi. Oh, Entschuldigung. Mit Barkeeper schreien. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatversammlung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ah. Ah, da ist er ja, mit der Goldkette, alles klar. Was hat er denn da geraucht? Eine E-Zigarette? Okay, okay. Hä? Oh. Oh, ein geheimer Raum. Ich habe ein geheim... Oh, da ist eine Erinnerung. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Das kann ich mir vorstellen. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Nekocorp. Und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Ja, Mann, ich habe die letzte Erinnerung, jedenfalls aus diesem Bereich. Sehr cool. Sehr cool. Aber ich habe trotzdem den Tresor nicht gefunden. Komme ich hier irgendwie raus? Nö. Okay, da muss ich wahrscheinlich wieder. So. Muss ich wahrscheinlich hier wieder rauf, ne? Ja, cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier irgendwie da runterkomme oder so. War einfach nur wieder reiner Zufall. So, dann geben wir jetzt einfach mal das Getränk ab. So, hier. Ah, dieser Club ist scheiße. Ja, das haben wir schon. Ich möchte dir nur dein Getränk geben, mein Guter.
Hier, kriegst du. Bitteschön. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Gut, jetzt habe ich den Hebel. Jetzt muss ich damit hier an diesem Hologramm-Ding, ne? Genau. So, reinpacken. Und einmal. So, jetzt muss ich darauf, weil jetzt kommt ja der Typ wieder. Oh Gott, das ist laut. Ah. Zieh mal einer guck. Oh nein. Muss ich hier irgendwas machen? Oh mein Gott, okay. Heiliger Mist. Wartet mal, ich muss da auch was machen. Ah, ich glaube, so sieht ganz gut aus, oder? Ach, Scheiße. Oh nein. Okay, Blazer geht jetzt irgendwo hin. Nein, das war nicht richtig, ne? Scheiße. Okay, das war immer noch nicht ganz richtig, verdammt. Okay, nochmal. Hier vielleicht? Ne, jetzt geht das wieder hoch. Okay, verdammt. Mal nochmal runter. Das ist ja wieder hoch. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier noch, oder? Ha. Wartet mal, ich probiere es einfach. Nee, das geht nicht. Okay, okay, wartet mal. Irgendwas ist hier gerade so ein bisschen verzwickt, würde ich sagen. Nee, du bleibst. Ach, jetzt, oder? Wartet mal. Ich probier's doch mal. Ah ja, jetzt hab ich's. Hi. Treffen. Ruff, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Ja. So. So viel Zeit muss sein. Okay. Aber hier ist anscheinend sonst nichts weiter, oder? Da ist Clementine, Leute. Okay. Oh, ist nicht wahr, oder? Blazer, zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist, ist Geschäft. Ey, der ist korrupt, die Ratte. Oh mein Gott, guck mal, Clementine weint und schwitzt und hat Angst. Ach, guck mal. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft.
Hier habt ihr sie. Oh, ist das übel. Oh mein Gott. Okay, es wurde gespeichert. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay, meine Lieben. Also, es hat gespeichert. Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Leute, die Geschichte wird ja immer spannender. Clementine wurde jetzt gefangen genommen. Ich auch. Blazer ist korrupt. Es gibt Polizisten. Also Leute, ich weiß nicht, wie das endet hier. Gut, also ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.